Herzlich willkommen, lieber Torsten, hier in der Bibliothek des Goethe-Instituts in Dublin. Ich sollte sagen, welcome back, denn es ist nicht dein erster Besuch hier. Gerade kommst du aber aus dem Westen des Landes, wo du unter anderem Zeit im Heinrich-Böll-Cottage auf Eckle Island verbracht hast. Wir sind alle sehr, sehr neugierig auf deine Eindrücke. Wie hast du das Land und die Leute erlebt? Also erstens bin ich in dieses Cottage gefahren oder auf die Insel gefahren und habe in diesem Cottage gelebt, weil ich wirklich zu den Heinrich-Böll-Lesern zähle, von denen es jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel gibt, wie ich finde, was sehr schade ist. Also ich habe schon in meiner Jugend Heinrich Böll gelesen und rezipiert und hatte auch schon seit Jahren oder habe schon seit Jahren eine Beziehung zu Irland. Die fing damit an, dass ich in der DDR, wo ich ja groß geworden bin, viel irische Literatur gelesen habe. Also Frank O'Connor und Sean O'Casey, Joyce und so weiter, Brian. Also ich habe Irland sozusagen durch die Literatur kennengelernt und es war mir als jungem DDR-Bürger nicht möglich, ins westliche Ausland zu reisen, also auch nicht nach Irland. Und ich baute aber eine Imagination dieses Landes auf und nach dem Fall der Mauer, ich war 29 Jahre alt, bin ich raus, aber vehement, auch in die USA, nach Afrika und dann kam ich wieder näher auf Europa zurück und da war Irland sozusagen ganz weit vorn. Also es war eines der ersten Länder, wenn nicht gar das erste, neben Frankreich, das ich besucht habe und habe mich dort sehr wohl gefühlt, habe mich hier sehr wohl gefühlt und habe immer gesucht nach dem, was ich in der Literatur erlebt und erfahren habe und bin da sehr fündig geworden mit den Menschen, die den Figuren, die ich rezipiert habe, dann schon geähnelt haben. Und das war natürlich jetzt auch ganz schön und drastisch der Fall auf Eckle Island, also bei Besuch der Pubs. Ich habe ja da gearbeitet tagsüber und abends bin ich dann in Pub. Und habe dann doch mit den Menschen dort auch geredet und das war sehr schön. Also ohne dass ich das übertreiben möchte, ist Irland dann schon so ein kleiner Teil meiner Heimat geworden in dieser Welt, wenn man Heimat als ein Mosaik sieht und so ein Land wie Irland als Stein in diesem Mosaik. Ja. Das hört sich gut an. Und der Wind wehte dir wahrscheinlich um die Nase. Der Wind wehte mir nicht nur um die Nase, sondern er zerfurchte meine Haare und es war ein ganz irres Wetter. Es schien immer einen Tag die Sonne und am anderen Tag war Wahnsinnsregen und ganz starker Sturm. Und man wusste dann, nach diesem Tag scheint wieder die Sonne. Also da war Verlass drauf. Es ging immer hin und her. Du hast aber auch etwas mitgebracht in dieses Land. Und das ist teilweise gut bekannt und teilweise neu. Dein Roman Nilowsky, der 2013 veröffentlicht wurde, erschien letztes Jahr, 2023, sozusagen im neuen Gewand. Und wir sehen hinter dir das Cover. Es ist nämlich ein Graphic Novel. Wie kam es, dass der Roman Bilder bekam? Oder wie kamen die Bilder zum Text? Ja, das war so, dass der Roman 2013 erschien, danach eine gewisse Adaptionsgeschichte erlebte oder erleben durfte. Es entstand ein Hörbuch, dann ein Hörspiel, was ja schon eine szenische Bearbeitung des Romans darstellt für den Rundfunk. Und dann sagten mir verschiedene Menschen, die von Film etwas verstehen. Der Roman hat eine große Affinität zum Filmischen, was vielleicht auch kein großes Wunder ist, weil ich ja eine Sozialisation als Drehbuchautor habe. Also bevor ich angefangen habe, Romane zu schreiben, habe ich eine ganze Reihe von Drehbüchern geschrieben, so erklärt sich das vielleicht. Und ich habe mich dann daran gesetzt, ein Drehbuch geschrieben. Das wurde auch wertgeschätzt von einer ganzen Reihe von Menschen. Ein guter Regisseur, Andreas Kleinert, kam mit dazu, der das realisieren wollte oder eigentlich immer noch will. Aber die Hauptsache kommt jetzt, wir haben das Budget,
das nötig gewesen wäre, 2,5 bis 4 Millionen Euro, so etwa waren die Berechnungen, haben wir nicht zusammenbekommen. Das liegt daran, dass der Arthouse-Film heute doch in einer beträchtlichen Krise sich befindet. Überall, aber vielleicht besonders in Deutschland oder nicht wenig in Deutschland. Und das liegt daran, dass sich, also Kino in Deutschland ist fast immer kofinanziert vom Fernsehen. Die Fernsehsender ziehen sich sukzessive aus diesem Geschäft zurück. Und die Verleiher, die einen Film ins Kino bringen, haben spätestens seit der Corona-Periode doch große Vorsicht, müssen große Vorsicht walten lassen, wenn sie Filme ins Kino bringen, und müssen mehr als zuvor noch nachdenken, was finden Zuschauer, was vielleicht nicht. Und so ein Budget von 3 oder 4 Millionen ist nicht wenig für einen Arthouse-Film in Deutschland. Kurzum, wir haben das nicht zusammenbekommen, das Geld, allenfalls die Hälfte etwa. Und nun wäre es für mich ganz schlimm gewesen, wenn dieses Drehbuch in einer Schublade verschwunden wäre und dort gleichsam verschimmelt wäre. Und ich entschloss mich zu einer Flucht nach vorn. Und ich liebe die Gattung Graphic Novel, obwohl ich noch nie was dafür gearbeitet habe. Und hielt dann Ausschau nach Zeichnern und entdeckte den Zeichner Nils Schröder. Der gefiel mir sehr gut und ich setzte mich mit ihm zusammen und er war sofort bereit, den Roman umzusetzen. Also da traf sich etwas, auch von seiner Jugend her und meiner Jugend her. Da traf sich etwas von Haltung, von Motiven, die man liebte, von Erlebnissen, die man teilte. Und die Arbeit dauerte sage und schreibe 3 Jahre. Das ist ja nicht wenig, erklärt sich dadurch, dass man mit einer Graphic-Novel kein Geld verdient. Also das sind Bücher, die meistens mit relativ kleiner Auflage erscheinen. Die Leserschaft ist nicht sehr groß. Der Druck ist teuer. Es ist ja ein exzellenter Farbdruck, qualitativ hochwertig. Das kostet eine Menge Geld. Und wenn man sich die Szene der Graphic Novel, der Zeichner, der Comic-Künstler anschaut, dann sieht man zumindest bei den erfolgreicheren, bekannteren, dass die nicht zufällig alle mehr oder weniger Lehrjobs haben. Die sind Professoren irgendwo, Dozenten, und das ist bei dem Nils Schröder, meinem Zeichner, auch der Fall. Also er hat immer Jobs gemacht, gelehrt, unterrichtet und zwischendurch weitergezeichnet. Wir waren im engen Kontakt und er hat immer gefragt, ob das in Ordnung ist, was er macht. Ich bin, glaube ich, ein ziemlich toleranter Arbeitspartner in der Hinsicht, weil ich es ja von meinen Drehbüchern auch gewohnt bin, dass ich loslassen muss und dass ich mich darauf einlassen muss, dass jemand eine Umsetzung macht, so wie er sie oder sie für richtig empfindet. Und es muss einfach gut sein. Und dann kann und muss es auch anders sein als die Vorstellung, die ich jetzt davon möglicherweise habe. Wenn ich nicht damit zurechtkomme, dann müsste ich das selber machen, aber ich kann ja nicht zeichnen. Also geht das nicht. Naja, kurzum, es wurde gut, sehr gut. Also ich mag die Graphic Novel sehr, ich lebe damit gern. Es ist ja immer so ein Stück Leben und das begleitet einen ja durchs weitere Leben. Und das Schöne ist eben auch, dass Nils, der Zeichner, sehr texttreu war. Also das Drehbuch findet sich wirklich in Gänze wieder. Und man hat ja bei der Graphic Novel ganz verschiedene Arten. Man hat es ja häufiger, dass die Bilder der Ausgangspunkt sind in ihrer künstlerischen und sehr originären Art und Weise und dass Text so ein Zusatzbestandteil ist. Also das würde ich vielleicht als nächstes auch ganz gern mal machen, dass mir jemand Bildmaterial übergibt und ich soll mich dazu textlich verhalten. Darüber würde ich dann schon nachdenken. Aber in diesem Fall war es ja so, dass der Text vorlag und die Bilder wären nicht entstanden ohne diesen Text eben. Aber gleichwohl haben die Bilder eine Eigenart und auch ein Eigenleben. Ja, man müsste jetzt vielleicht mal gucken, ob sie auch ohne Text auskommen würden. Ganz sicherlich nicht. Also es ist schon ein Zusammenwirken und das gefällt mir gut und vielleicht eröffnet diese Graphic Novel dann trotzdem irgendwelche Wege zum Film, wer weiß, und sei es in 10 Jahren, wenn die Situation des Kinos und des künstlerischen, also des Arthouse-Kinos wieder anders, sprich besser ist, wer weiß, wir wollen es hoffen. Mhm.
dafür. Danke. Und ja, bleiben wir noch ein bisschen beim Text. Du hattest vor 2 Jahren hier in Dublin, hier in dieser Bibliothek, mit deinem Roman eine Lesung und wir hatten ein wunderbares Publikum. Und du hast auch jetzt bei deinem jetzigen Besuch an der Uni in Galway gelesen. Wie waren denn die Begegnungen mit deinem Publikum hier in Irland im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel? Ja. Also nach Eckel Island war ich in Galway und Limerick. Limerick müssen wir auch erwähnen, eine Uni mit einem wunderschönen Campus. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Wenn ich die Leser und die Besucher von Lesungen vergleiche mit den Studierenden, dann gibt es, was die Fragen, die gestellt werden, anbelangt, schon mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Also man fokussiert sich doch sehr auf den möglicherweise biografischen Hintergrund des Romans. In dem Falle war es mein Debütroman Boxhanger Platz, der ja mal ins Englische übersetzt worden ist, also im Englischen erschienen ist. Und dann gibt es natürlich auch ein gewisses Interesse für dieses seltsame, untergegangene Land DDR, in dem die Geschichte spielt, aber nicht auf eine historisierende Art und Weise, sondern einfach als Hintergrund. Und die Geschichte könnte auch heute stattfinden, im Prinzip. Also da gibt es große Ähnlichkeiten. Was das Spezielle anbelangt, da ist mir aufgefallen, dass die Studierenden in Galway und Limerick dort, und vielleicht ist das überall so in Irland, das vermag ich nicht zu sagen, ziemlich jung sind. Also die kommen vom Abi 17, 18 sofort zum Studium, und das ist bei mir an meiner Uni, wo ich als Professor tätig bin, allerdings an einer relativ speziellen Uni, der Filmuniversität Babelsberg, schon anders. Da sind die über 20, Mitte 20, im Masterbereich 30, 35 sogar, kann passieren. Es gibt keine Grenze nach oben. Das war ein gewisser Unterschied. Und die Studierenden in Galway und Limerick waren sehr gut vorbereitet. Also die wurden von dem Lehrpersonal sozusagen konditioniert. Da kommt jemand, seid nett zu dem, seid höflich. Sie haben dann Fragen gestellt, nicht einfach um des Fragenstellens willen, sondern die haben das aufgenommen, Video und Audio für Podcast und für kleine Filme. Und sie sind hoffentlich so nett, dass sie mir das irgendwann mal zeigen und ich mich darüber freuen kann. Und wir dann vielleicht auch. Ja, natürlich. Ja. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch, für das Gespräch. Gerne. Und gute Rückreise nach Deutschland. Danke.